Forschung, Tierarzt. Das heißt, ich brauche mal einen guten Tierarzt. So. Dann wissen wir immer Forschung. So, dann können wir ja eigentlich schon mal anfangen. Genau, ich sollte vielleicht auch nochmal eben gucken, wer Techniker, wer ist denn für Forschung? Du kriegst nämlich ein F vorne vor. Da muss ich mir den Namen nicht merken. So. Dann kann ich nämlich F hier. Haben wir schon irgendwelche Krankheiten? Nee, ne? Noch nicht. Wir haben nur Tiere, die sich nicht ganz so wohl befinden. Alles klar. Wir erforschen die Barrieren, obwohl sie eigentlich schon erforscht sind. Die werden ja schon verwendet und wir fangen einfach hier an. Komm. So. Hier ist auf jeden Fall auch schon mal was geplant. Ne, hier kann noch ein Gehege rein. Springböcke. Hier ist wahrscheinlich auch noch irgendwas geplant, weil hier Wege reingehen. So mit Galerie. Interessant, interessant, ne? Was hier so alles noch passieren kann. Und naja, ich habe eben kein Geld mehr, das ist halt das Problem. Da müssen wir jetzt mal so langsam ins Spiel starten und hoffen, dass es funktioniert. Hauptsache, wir machen Plus. Das ist das Entscheidende. Was habt ihr? Hier habe ich doch schon gesagt, ne? Alle 6 Monate, ja, genau. So, hier brauchen wir. Alle 6 Monate. Alle 6 Monate. Wenig Geld. Ja, das sehe ich auch so. Hauptsache, wir kommen in die Gewinnstraße.
Barrierestatus ist noch super. Ja, alles gut. Dann schauen wir mal weiter. Zu viel Müll vorhanden. Also er meckert auf jeden Fall, dass die Wasserversorgung nicht zugänglich ist, obwohl sie genutzt wird. Also, ne? Müssen wir mal die Barriere bearbeiten. So, Zoo-Warnung, alles klar. Jetzt geht das schon los hier, das Gemaule. Was habt ihr denn? Den Nashörnern geht's gar nicht gut. Okay, dann gucken wir uns mal die Tiere eben an. Klar, die haben wir ja wieder mal vergessen. Was hast du denn? Ernährungszustand. Ja, da sind wir ja bei. Das wird ja gemacht. Also das ist ja jetzt nichts, wo wir... Da können wir jetzt nichts gegen machen. Das ist okay. Die Flüssigkeit wird hier aufgefüllt. Alles klar. Da sind wir ja bei. Auch Flüssigkeit. Ja gut, aber da kann ich ja jetzt noch nicht viel gegen machen. Denn, es wird ja geklärt. Die scheinen auch alle schon wieder sauber zu sein, ne? Und ansonsten machen die ja einen ganz guten Eindruck, ne? Können die nicht die Schilder runternehmen? Wir arbeiten doch schon dran. Richtig so, regt euch mal auf.
Genau, regt euch mal weiter auf. Hier ist doch ein Tierpfleger, warum macht der nicht sauber? Wir sind auch viel zu viel drin, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Kein Arbeitsbereich. Was ist denn mit dem Pfauengehege? So besser, ja? Warum das wieder nicht mit aufgenommen wurde, ich habe keine Ahnung. Wir haben ganz zart Plüsschen gemacht. Sauberkeit, Gehege. Alles klar. Alles richtig gemacht an der Stelle. Ich wollte mal eben hier unseren Zoopfleger gucken. Tierpfleger. Eingang. Einrichtung, dann wollen wir hier noch irgendwo. Und dann stellen wir da besser einen Mülleimer rein. So. Gabelbock? Alles beides drin, okay. Gut, das geht ja. Ich weiß nicht, ob die Tiere zusammenpassen, aber solange es da keine Meldung gibt, nehmen wir das erstmal so hin. So, wie sieht's denn aus mit dem Müll? Es wird besser. Also hier ist eine meiner großen Baustellen gerade. Was ist denn mit den Nashörnern generell? Hm.
viele Nashörner haben wir? So, dann verlegen wir den doch einfach mal. Dann müsste ja das Problem eigentlich weg sein, hoffe ich. Dann bringen wir das Tierchen erstmal in Quarantänchen, wa? Ach, wie furchtbar. Ja, wir verdienen. Sehr gut. Wir können also relativ schnell jetzt... Pink Bambi, du bist ja auch da. Ja, also eigentlich bin ich hier. Aber du bist da. Und wir treffen uns im Internet. Ich grüße dich. Hallöchen. Schönen guten Morgen. Bist du schon wach oder noch wach? Weil wir haben jetzt 2.15 Uhr knapp. Gemäßigte Graslandschaft in den Tropen. Gemäßigte Graslandschaft in den Tropen Süd- und Mittelamerikas. Noch bis eine Nachteule. Ja, Mensch, verstehe ich ja nicht, ne? Nachteule, wie geht das denn? Ich habe extra vorgeschlafen, dass wir hier wieder schön zusammen, ne? Und gestern noch Tiere geopfert. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, den Tiger reingesetzt und dann war das Spiel ja faktisch gewonnen. Und, ja, dann habe ich auch Schluss gemacht. Also das reichte mir dann persönlich auch. Man muss ja auch nicht übertreiben, ne? So. Das ist ja auch ein neuer Zoo. Wir haben also Goldstatus erreicht und... ja, können uns jetzt einer neuen Herausforderung widmen. Die waren ja relativ schön hier, ne? So. Baust du jetzt deinen eigenen Zoo oder noch mal weiterbauen? Nee, wir sind immer noch in den Kampagnen. Also die Kampagne wird als alles Erste durchgezogen. Und erst dann geht es tatsächlich an den eigenen Zoo ran. Also das war so mein Ziel. Alle Kampagnen mit Gold. Und wenn wir alle hinter uns haben, also die Hälfte haben wir ja locker schon, dann kümmern wir uns um Weiteres. Dann geht's weiter. So war der Plan. Und dementsprechend haben wir hier jetzt einen neuen Zoo. Wir sind jetzt in Indien. Und haben einen ziemlich dreckigen, verseuchten Zoo übernommen. Und du siehst, wir haben nicht viel Geld. Mussten erstmal vieles ordentlich machen.